Den Traum, einen großen Oberarm zu haben, also ich meine einen richtig großen Oberarm zu haben, den haben schon viele geträumt. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Bizep Curls zu den beliebtesten Übungen im Gym gehören. Aber dein Bizeps macht maximal ein Drittel des gesamten Oberarmvolumens aus, du solltest auch dein Brachialis trainieren. Er liegt wie eine Platte unterhalb deines Bizeps und lässt deinen Arm schön in die Höhe wachsen, wenn er größer wird. Und dafür wiederum eignen sich Hammer Curls sehr gut. Es geht aber noch weiter. Auch dein Trizeps hat einen großen Einfluss auf dein Armvolumen. Sogar noch mehr als dein Bizeps. Der Trizeps besteht aus drei Köpfen, der laterale, mediale und lange Trizepskopf. Der laterale und mediale Kopf machen wiederum etwa nur die Hälfte des Trizepsvolumens aus. Und der lange Trizepskopf die andere Hälfte, also sollten wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Und da dieser nicht nur im Ellbogen streckt, sondern auch für die Retroversion verantwortlich ist, eignet sich folgende Übung. Die Trizepsextension am Kabelzug.